Ja, hallo und herzlich willkommen zu Thinking with Time Machine. Das ist ein Portal 2 Mod. Leider jetzt gerade ohne Sound im Hauptmenü, weil ich gerade die Soundeinstellung umgestellt habe. Da ist irgendwie die Musik flöten gegangen. Ich habe mir gar nicht so genau angeguckt, was das sein soll. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Also es ist Blind natürlich. Und Portal 2 habe ich sowieso durchgesuchtet und fand das eigentlich ziemlich cool. Und das ist, ja, sieht nach einem ja, Zeitmaschinen-Mod aus. Die Szene kennen wir aus dem Ende von Portal 2. Ich habe ganz ehrlich das Gefühl, der Sound ist immer noch zu laut. Okay. Alter, das geht mega auf die Augen. Das ist Portal 2 Setup. Gehe ich doch mal von aus. Das ist zwar cool gemacht, dieser Effekt, der tut mir aber in den Augen weh. Anscheinend sind das wirklich Portal 2 Custom Levels. Nice. Ein Custom Level Mod. Finde ich cool. Hoffentlich sind die etwas anspruchsvoller. Portal 2 fand ich nämlich jetzt nicht so schwer von den Rätseln her. Ah, na, erstmal einen Schluck trinken. Ja. Ach, hier sogar mit der Erklärung, wie der Bullshit funktioniert. Ah, natürlich. Ich finde das Setup geil. Auch die Tür sieht cool aus. Gehe mal davon aus, da können wir nicht durchschießen. Natürlich nicht. Hier auch nicht. Was haben wir denn nach oben noch? Das sieht so ein bisschen etagenmäßig aufgebaut aus. Achso, klar, wir können ja. Nee, können wir gar nicht. Was ist das da links? Irgendwas mache ich, wenn ich Q drücke. Ich sollte mir vielleicht mal das Ding hier angucken. Aperture Laboratories. Ja, hi. R drücken. Alter. Was wollt ihr mir jetzt erzählen, wenn ich jetzt hier R drücke? Was war das zum Aufhören? Glaube ich. Und jetzt F? Oh Gott. Verstanden, aber oh Gott. Alter!
Ihr habt doch gelitten. Ich hab doch runtergeguckt, oder? Musste ich mich da ducken? So. So. Okay, das hätte ich ja jetzt verstanden, aber... Ich duck mich einfach mal noch ein bisschen. Aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Da sehe ich auch noch sogar, wie lang das geht. Aber da muss man leider so tief für gucken. Egal. Danke, go. Ja, okay, alles klar. Also die Zeitmaschine macht also wirklich komplett alles, was ich tue. Und übrigens, dass dieser Block da gerade so zusammengebaut wurde, war mega cool aus. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, das wird um einiges schwieriger als Portal. Weil ich bisher einfach noch mal kein Portal gemacht habe. Wir gucken mal, ob wir das jetzt alleine sogar hinbekommen. Mann. Aber ja, das habe ich verstanden. Das war relativ simpel. So, und ich weiß, dass das jetzt nur das Tutorial war. Und dann werde ich, glaube ich, jetzt den ersten Part beenden mit dem Tutorial und dann machen wir gleich weiter. Also dann haut rein.